So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Dieses durchsichtige Oberteil und den Adi Schatz, aber den seht ihr nicht, der sitzt außerhalb des Bildes. Beim letzten Mal, Adi Schatz, alles Gute. Beim letzten Mal haben wir euch diese Pizza vorgestellt. Das war die Baywatch Berlin Golden Margarita. Die sah an sich ja eigentlich verdammt gut aus. War jetzt aber trotzdem nicht so mein Highlight. Obwohl, die hat schon gut geschmeckt, aber das ist... Ich werde mit der nicht richtig warm. Sag mal es einfach so. Ich werde mit der nicht richtig warm. Ich bin ja einer, der braucht kräftigen Geschmack. Die hat mir die nicht so gegeben, obwohl die schon besser geschmeckt hat als die Wario und Waluigi Käsepizza. Und deswegen kommen wir jetzt hier zum Kracher von Baywatch Berlin, der Million-Dollar-Salami. Die haben nämlich noch eine zweite Pizza gemacht. Ich finde das Design der Kartons immer noch schrecklich, total hässlich. Das kriege ich hier, weiß ich nicht, wenn ich da drauf gucke, werde ich hypnotisiert. Mittlerweile habe ich aber das Konzept noch ein bisschen verinnerlicht und habe erstmal gesehen, dass es ja total genial ist. Diese Texte hier oben, schon die Verzehrempfehlung und auch der Text, der so dabei ist. Plus habe ich ja dann gestern mal den Barcode gescannt und habe in der Beschreibung von der gestrigen Pizza den 10-minütigen Podcast zur Pizza, wenn ihr die Pizza esst, verlinkt. Das werde ich hier unten auch machen. Wenn ihr die Pizza also nicht alleine essen wollt, dann guckt in die Beschreibung, drückt auf den Link, dann eröffnet sich ein Podcast, den ihr dabei hören könnt. Baywatch Berlin ist nämlich im Prinzip ein Podcast von Klaas und den zwei anderen. Es ist leider so, und den zwei anderen, ich weiß die Namen leider nicht, das hat sich gar nicht eingeprägt. Und es klingt ja schön und interessant und das ist eine interessante Idee generell, aber ich finde das Design trotzdem hässlich und mal gucken, ob mich die hier überzeugt. Das ist also eine Million-Dollar-Salami mit Mozzarella, Grana, Padano, GU, ich weiß nicht, was GU heißt, und Trüffelöl. Also eine fettige Salami, kriegt nochmal zusätzlich Öl dazu. Hinten steht auch nochmal drauf, Pizza mit Tomatensoße, schnittfesten Mozzarella, Peperoni-Salami, Mozzarella, Tomatensoße mit Trüffelöl und Grana Padano, GU, tiefgefroren. Diese Baywatch Berlin Million Dollar Salami Pizza ist ein Produkt aus herrlichsten Zutaten. Die Salami ist von Klaas Häufer Umlauf handgepflückt. Den Trüffel hat Jakob Lund selber erschnüffelt und Schmidti hat extra 14 Leben erspielt, um den Käse selber zu jagen. Für diese Versprechen stehen die drei Podcaster mit ihren guten Namen. So, der Rest vom Text ist genau gleich wie bei der anderen, aber der Anfang war hier neu, weil die mussten ja auf die Zutaten eingehen. Was auch noch anders ist, ist die Verzehrempfehlung. Hier stand nämlich drauf, Pizza aus Schnee vor dem Chalet in St. Moritz holen, Bedienstete herbeischreien und zum Aufbacken zwingen, Pizza anschließend ofenwarm mit einem Glas per Moll Grand Cru verzehren. Und hier steht, Verzehrempfehlung, Privatjet starten, Pizza vom Personal wie beschrieben aufbacken lassen, nach Porto Cervo fliegen und zu einem kühlen Glas Champagner genießen. Das ist alles. Und jetzt machen wir die mal auf und gucken die uns mal an. Und hier ist schon irgendwie ein Drücker drin. Hier steht natürlich wieder Luxus für den Gaumen. Hier steht Million Dollar Salami drauf. Hier habt ihr wieder, lecker. Also das ist sehr einfallslos, dieses lecker. Musste auf die eine Seite auch was. Und ihr habt ja nochmal das Baywatch Berlin Logo. Wie gefällt euch das Design überhaupt? Also hinten ist ja natürlich so, da steht viel Text, alles. Ist ja okay, aber dieses Ganze, da hätte ich sogar, wenn das einfach nur ein schwarzer Karton ist, mit dem Logo in der Mitte besser gefunden, weil das alles ist total zu viel für meine Augen und meine Ohren auch noch, obwohl es sich gar keine Geräusche macht. Adi sitzt jetzt hier und schlägt seinen Mund. Wir machen den Karton mal auf. Das wird die schäbigste Kartonöffnung, seit es Pizza gibt. Ziehen die raus. Sieht. Die hat auf jeden Fall dicke, fette, große Salamischeiben, aber wir müssen natürlich noch aus der Packung rausholen. Hat schon wieder einen mega fetten, dicken Rand, der zwar ein bisschen fluffig dann wird, aber irgendwie trotzdem total trocken ist und halt einfach zu viel. Pupsi lässt bei ihrer Pizza eh mal den Rand übrig. Das heißt, hier ist die halbe Pizza einfach nur Rand. So, jetzt habt ihr hier diese Pizza. Guckt euch den großen Rand an. Ah, die Schatz, nein, nein, das ist Million Dollar. Ich sehe hier irgendwas da drauf gebröckelt und viel Salami und bin mal gespannt,
schnittfester Mozzarella? Ist das... Ah, die. Ist das schnittfester Mozzarella? Und das andere... Keine Ahnung. Wir hauen jetzt mal in den Ofen, machen die mal warm und zur Not haben wir ja Tabasco, falls sie nicht würzig genug ist. Und... So, fertig. Hadi, Schatz. Ja, dann geh doch zu Netto. So, die Pizza ist fertig. Ich habe sie schon geschnitten. Ich viertel die ja immer. So sieht die jetzt aus. Irgendwie hat die gar keine richtige Form. Es ist irgendwie alles... Naja, da ist trotzdem sehr viel Käse drauf, der das alles ein bisschen aufhält. Die feuerrote Salami wirkt gar nicht so rot und brutal. Da muss ich sagen, gestern die Golden Margarita sah irgendwie köstlicher aus. Das könnte genau dieselbe sein, weil du siehst Käse und du siehst was Rotes. Ob das jetzt die Salami ist, ob das jetzt die Cherry-Tomaten sind von der Golden Margarita, ist an sich kein Unterschied. Die andere hat irgendwie... Ja, aber irgendwie noch ein bisschen krosser. Die habe ich trotzdem, weil sie hier schon am Rand da ein paar schwarze Striche bekommen. Mal das mal raus. Wir können mal hier drauf drücken. Da hört man schon an manchen Stellen. Also die knuspert schon. Der Boden ist ein bisschen aufgegangen hin und her. Wir machen jetzt schnell mal das Thumbnail. Irgendwie so halten wir die hin. Und uns verstecken wir wieder hier hinten. Nein, Adi Schatz, nein. So, da ist die Pizza, da ist das Million-Dollar-Ding. Und dahinter hängen wir irgendwo noch. Ist total dumm, so ein Thumbnail zu machen, aber ja, müssen wir halt jetzt so machen. So, Mozzarella Grana Padano. Das heißt, die kleinen Häufchen, die da drauf waren, ist wahrscheinlich der Grana Padano. Und Mozzarella ist halt das, diese Vierecke, die da waren. Riecht... Irgendwie süßlich, aber auch irgendwie muffig. Hat. Wow, jetzt wusste ich ja, jetzt wäre fast die Kamera in die Pizza reingefallen. Das wollen wir aber nicht sehen. Der Geruch erinnert mich an was? Wahrscheinlich an Fett, an fettige Salami erinnert mich der Geruch. Das riecht gerade einfach wie so eine, ja, Edelsalami. Die ich aber eigentlich gut finde. Aber was jetzt halt komisch ist, weil das ist halt ja so eine richtig brutale Pizza, die kostet fast 5 Euro auch wieder. 4 irgendwas an die 5 Euro Grenze hin. Aber Geruch hat auch irgendwie was Süßliches. Irgendeinen süßlichen Geruch, alles so total komisch auf jeden Fall. Riecht für mich schon mal unpassend. Aber egal, wir nehmen die Pizza erstmal. Die hängt jetzt wieder hier ein Stück runter. Die soll ja nicht knüppelhart und trocken sein. Wir beißen erstmal nur in den Rand. Obwohl ich nur in den Rand gebissen habe, merke ich eine ganz leicht bittere Note. Ob das jetzt das Trüffelöl ist, was da an den Rand mitgelaufen ist, ob das von dem Käse teilweise ist, kann ich gerade nicht sagen. Mir fällt aber jetzt auf, dass die weniger Gramm hat als die Margarita. Die Margarita hatte 500 Gramm und die hat 486. Das ist also deutlich weniger zum gleichen Preis. Und irgendwie, ja, ist halt schon wieder alles total... schmierig und schlotzig, aber wir beißen jetzt mal hier in die Salami. Also du merkst, du hast richtig Brei im Mund. Es ist alles wirklich sehr schmierig. Die Salami fettet rum, das Ölige dazu. Und der Käse kommt dazwischen, als wäre da ein Stück Pappe noch. Der Salami-Geschmack kann sich gar nicht so richtig entfalten, weil du irgendwie durch die Käsescheiben, die wie ein Stück Papier dazwischen liegen, zurückgehalten wird. Und ansonsten ist das alles sehr schmierig, ein bisschen aufdringlich auch. Also es ist auf jeden Fall, schmeckt anders als alle anderen Salamis, die ich bisher gegessen habe, aber ist mir vielleicht schon wieder ein bisschen zu luxuriös. Zu edel, zu gehoben, zu sonst was. Gerade dieses Trüffelöl, das hat so einen ganz eigenen Geschmack. Ist ein bisschen, naja, so ein bisschen so muffig auch. Muffig, kräuterlich irgendwas, was da reinkommt, was mich ein bisschen stört. Jetzt merke ich aber, im Nachhinein kommt eine kleine Schärfe durch, die aber leider von dem ganzen Fett und Schmierigen vorher irgendwie total abgedeckt und überdünnt wird. Und deswegen beiße ich jetzt einfach nochmal rein, um mir noch ein besseres Bild zu verschaffen.
So, jetzt ist das Stück weg. Ich habe einen ganz fettigen roten Mund, sieht aus wie Samyang Lippenstift. Habe mir auch die Hände total voll geschmiert. Werde ich es doch noch ein bisschen mehr drin lassen sollen, dass das Ganze noch ein bisschen fester wird. Aber ich will es ja nicht so steinhart und trocken haben. Trotzdem läuft das hier aus alle Ecken. Das sieht man bestimmt nicht so richtig, aber das ist halt wieder alles, die ganze Pizza, schön durchnässt, schön durchdrängt. Wenn wir hier so schauen, von der Seite, seht ihr das? Und das macht sich bemerkbar auch im Magen, wenn ihr das esst. Dass manchen das sicherlich auch auf den Magen schlagen wird, dass sie dann vielleicht ein bisschen Magenschmerzen kriegen, Bauchweh und sagen, boah, hab ich zu fette gegessen, irgendwas. Da habe ich trotzdem schon andere Salamis gehabt, die nicht so rumgefettet haben. Ich möchte das Ganze jetzt trotzdem nochmal mit Tabasco probieren, weil mir fehlt eben dieser kräftige Salami-Geschmack. Das soll eine Peperoni sein, die kommt ganz am Ende ganz leicht auf im Rachen, aber irgendwie hätte ich das jetzt kräftiger erwartet. Ich würde zu dem Zeitpunkt sogar sagen, dass mir die Golden Margarita, wo ja an sich eigentlich gar nichts drauf ist, sogar besser geschmeckt hat als die Salami, was wirklich ein Unding ist, weil ich immer erst die Gemüsedinger esse und dann die Salami-Dinger oder erst die Käsedinger und dann die Salami-Dinger, meistens Salami schön reinwuchtet und die andere einfach stehen lässt. Hier würde ich sogar sagen, ist andersrum, dass die Golden Margarita irgendwie besser sich kombiniert hat als das, was einfach nur halt irgendwie ein bisschen aufdringlich wirkt. Deswegen trinken wir jetzt noch mehr auf mit Tabasco. Das ist jetzt ein Geschmack, so hätte ich das erwartet, wenn ich in eine schöne Peperoni-Salami-Pizza reinbeiß. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr überrascht, dass mir hier die Golden Margarita besser schmeckt als die Million-Dollar-Salami. Ist also auch was ich einmal kaufen würde zum Probieren, zum Testen, damit man genau weiß, ist es was, ist es nichts. Aber nochmal brauche ich die trotzdem nicht. Und das gilt für beide davon. Design gefällt mir, wie gesagt, auch nicht so. Das mit dem Podcast und dem Anhören ist ja schön. Werbung für ihren Podcast und durch eine Pizza auf sich aufmerksam machen. Aber da esse ich lieber andere Pizza. Was ist eure Lieblingspizza? Habt ihr das schon mal probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier tropft das ganze Tabasco raus. Das heißt, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, fort, euer Ramses. Und hört in den Podcast halt mal rein. Vielleicht ist das ja was, was für euch toll ist, weil das jetzt gerade zum Anhören ist. Ihr müsst dafür nichts bezahlen, das war da dabei. Ihr müsstet die nicht selber kaufen, wenn ihr euch nur für den Podcast mal interessiert. Ist in der Beschreibung. Ansonsten peace out, vorhaut, euer Ramses.